Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Dieser Herr scheint regelrecht den dritten Bezirk, den ich heute einmal besuchen möchte, zu bewachen. Es ist der russische Soldat am Schwarzenbergplatz. Ja, und was man in diesem Hochstrahlbrunnen außer Baden noch kann, zeigen uns diese Burschen hier. Kennen Sie diesen Herrn? Das Bild unten sagt nicht direkt was über seine Tätigkeit aus. Sein Name Eduard Süß oder Suez. Und er entdeckte den Subkontinent Gondwanaland. Am Arnold-Schönberg-Center in unmittelbarer Nähe des Schwarzenbergplatzes sind vor allem die Dachfiguren faszinierend. Diese Putti, das so nennt man diese Kinderfiguren, befinden sich am Rennweg Nummer 3 und zwar genauer gesagt an der kroatischen Botschaft in Wien. Nur zwei Häuser weiter finden wir die Gardekirche und davor jene Statue von Papst Johannes Paul II. Diese zwei Herren machen Musik, und zwar auf Panflöten offensichtlich. Und einen Stock weiter oben gibt es die passende rhythmische Begleitung dazu. Das ganze Ensemble nennt sich dann die Scherzo-Gruppe und befindet sich im Modena-Park. Wem diese Lauschenden, so nennt sich die Figurengruppe nämlich, lauschen? Es ist das Denkmal für den Tonkünstler Richard Strauss und es befindet sich am Modena Park 8 bis 9. Nein, ich bin nicht wie einstmals der deutsche Kremlflieger am Roten Platz gelandet. Diese Türme gehören zur St. Nikolaus-Kathedrale der russisch-orthodoxen Kirche in Wien. Im dritten Bezirk, der ja einer der älteren von Wien ist, unter anderem war ja früher auch die Zivilstadt des Römerlagers dort, ist noch vieles von der ursprünglichen Bausubstanz erhalten geblieben. Bausubstanz ist in diesem Falle aus der Gründerzeit, ungefähr um 1900. Thank you.
an den Häusern Ungargasse 42, 44, in diesem Fall gleich im Doppelpack, und 43, dem Gebäude der italienischen Botschaft im ehemaligen Palais Sternberg, finden sich viele für die Gründerzeit typische Verzierungen an den Hauswänden. Und das geradezu klassische Gegenteil dazu steht in Form dieser Figur vor Hausnummer 33. Natürlich neueren Datums sind Verzierungen an den in der Zwischen- oder Nachkriegszeit entstandenen Gemeindebauten wie hier in der Tongasse 9. Drehen wir mal eine Runde um den Karl-Borromäus-Brunnen am natürlich Karl-Borromäus-Platz. Er steht auf jenem Platz, wo auch das Bezirksamt des 3. Wiener Gemeindebezirkes zu finden ist. Womit wir auch schon bei der größten Kirche des 3. Bezirks angelangt wären, bei der Rochuskirche. Ich darf Ihnen jetzt diesen Herrn vorstellen, sein Name Vuk Karadzic. Und er war der Reformator der serbischen Sprache. Ob Friedrich Gulda dieses Denkmal für ihn gefallen hätte, er wurde nicht gefragt, denn er war natürlich schon tot. Lois Ann Vidal Faré war der Künstler des Denkmals. Familie nennt sich diese Plastik im Kurt-Steirer-Hof. In der Landstraße Hauptstraße 92 bis 94 erschaffen wurde sie von der Künstlerin Margarete Hanusch. Und auch dieser Bär gehört zum Kurt-Steirer-Hof. Den Arenbergpark beherrschen zwei riesige Betonklötze. Und dabei handelt es sich um Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg, nämlich die Fliegerabwehrtürme. Und dieses auf gut wienerisch Salettl zu nennende Gebäude, auch im Arnbergpark, könnte durchaus mal ein kleines Gasthäuschen gewesen sein. Durch dieses Haustor spazierte euer kleiner Stadtstreicher als Kind öfters mal, zumindest ein Jahr lang, und zwar von ganz oben vom Juche aus der Atelierwohnung in der Tabontegasse 3. Nehmen wir einige der Häuser rund um den Arnbergpark mit, alle noch aus der Gründerzeit. Und bei diesem Schwenk sehen wir im Hintergrund die Klinik Landstraße. Thank you.
liebe Freunde, so schnell geht eine Sendung vorbei und wir haben den dritten Bezirk noch lange nicht fertig besucht. Also gibt es eine Fortsetzung.